Mit der Aktion Lichtfenster wurde ein Zeichen der Anteilnahme und Solidarität gesetzt. Ein Zeichen stillen Gedenkens und Verbundenheit für unsere Mitmenschen. Aber auch ein Licht, das für Hoffnung in einer dunklen Zeit steht. Heute wird bei einer bundesweiten Gedenkfeier der Toten der Corona-Pandemie gedacht. Auch hier im Herz-Jesu-Krankenhaus in Fulda mussten wir im letzten Jahr Schicksale miterleben. So darf ich Sie jetzt herzlich in der Kapelle des Herz-Jesu-Krankenhauses zu einer Gedenkfeier begrüßen. Hinter jeder Zahl steht ein Mensch mit seinem eigenen Namen, seiner persönlichen Geschichte. An diese Menschen wollen wir denken. Ihre Namen nennen wir im Licht von Ostern. Ostern kommt eine wunderbar erfreuliche Botschaft an unser Ohr und in unser Haus. Wir, die dem Tod geweihten, die nichts mitnehmen können am Ende, bekommen gesagt, dass wir mit Jesus Christus, dem Auferstandenen, zu einem neuen und wunderbaren Leben mit auferstehen werden. Dass unser Leben nicht durch den Tod vernichtet wird, sondern verwandelt und vollendet. Keine schönere Botschaft kann uns mitgeteilt werden. In solcher Botschaft mündet der Sinn unseres ganzen Lebens. Alle Freuden, alle Leiden, alle Schmerzen, alle Krankheiten. Alle Kreuze, alle Verzweiflungen und alle Ausweglosigkeiten. Ostern ist der Ausweg aus aller Dunkelheit und allem Schmerz. Behutsam leise nimmst du fort die Dämmerung von der Erde, sprichst jeden Morgen neu dein Wort. Es werde, es werde Trost in langen Stunden für alle, die gefesselt sind, an Krankheit, Angst und Not gebunden, für Mann, für Frau, für Kreis und Kind. Es werde Trost für die Menschen in jedem Land. Halt über uns deine segnende Hand. Behutsam leise nimmst du fort die Dämmerung von der Erde, sprichst jeden Morgen neu dein Wort. Es werde, Wir freuen uns, dass Sie sich Zeit genommen haben hier mit uns in der Kapelle des Herz-Jesu-Krankenhauses. Bleiben Sie gesund und gut behütet. Gott segne dich und er behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.
Auf Wiedersehen.